Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, heute am Donnerstag schwatzen wir mal ein bisschen über den DAX. Ich weiß, Freitags ist immer die große Indexanalyse, aber ich kann einfach nicht warten bis morgen. Wir haben im DAX momentan eine Korrektur am Laufen und ich sehe hier einfach ein paar Chancen. Die wir durchaus gut zum Trading nutzen können. Deswegen heute der Blick in DAX. Wir schauen dazu noch ein bisschen auf das britische Fund. Da gibt es momentan einige, äh, sage ich mal, Währungspaare zusammen mit dem britischen Fund, die durchaus äh, eine, eine sehr, sehr interessante Konstellation bringen, wo wir auch unbedingt hinschauen sollten. Und natürlich an dieser Stelle. Jeden Morgen meinerseits die Bitte oder Aufforderung, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Wer einen Wunschmarkt auf der Uhr hat, bitte rein in die Chats auf Facebook oder Zoom und da kann ich mich gerne um den einen oder anderen Wunschmarkt kümmern. Ich sehe schon, auf Facebook passt alles. Ton und Bild scheint gut zu sein. Zoom schläft heute noch ein bisschen. Aufwachen, Guys! Ich will wissen, ob ihr da seid, zumindest ob Bild und Ton durchkommen. Das würde mich freuen. Wir hatten übrigens kurz ein kleines Issue im Zoom. Da war irgendwas abgelaufen. Das wurde allerdings wieder gerichtet. Also der Zoom-Link sollte ganz normal funktionieren. Das dazu. Wir machen weiter wie immer mit dem Blick in den Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir gesagt. Und damit blicken wir auf die Nachrichten. Wie immer, so wahnsinnig viele Nachrichten gibt es diese Woche nicht. Und. Bitte im Hinterkopf behalten, China fehlt die nächsten zwei Handelstage. Das merkt man an den Märkten. Äh, da geht doch auch einiges an Geld rum und äh, da fehlt ein bisschen das Volumen, flacheres Volumen. Äh, da kann es durchaus zu größeren Ausschlägen kommen oder aber es passiert nichts. Das wird sich zeigen. Aber man weiß halt, wenn Volumen an den Märkten fehlt, äh, dann ist das meistens so, dass äh, die Bewegungen nicht so sehr nachhaltig sind. Ich muss mal kurz die Kamera noch ein Stück verschieben. Die musste ich gestern umplatzieren. Für die Panel-Discussion, die wir gestern Nachmittag hier mit Tickmill hatten, war übrigens auch sehr interessant, sehr gut besucht. Wer hier aus Deutschland dabei war, danke auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war sehr kurzweilig. Und da sehe ich schon, da kommt ein Daumen hoch in Zoom. Jawohl, Zoom ist okay. Das freut mich sehr. Also, wie schon gesagt, China fehlt. Und wenn wir uns die Nachrichten mal anschauen, es gibt nicht wirklich viel zu sagen. Ne? Wir bekommen heute Nachmittag vom Arbeitsmarkt die USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ähm, dann im Laufe des Vormittags hier äh, spricht der äh, EZB-Vizepräsident. Das hat allerdings meistens nicht ganz so große Auswirkungen. Wir bekommen den äh, Energiebericht aus den USA von der IEA. Die zeigt uns so ein bisschen, wie es mit der Energie los ist in den USA. Das wird möglicherweise durchaus Auswirkungen haben auf den, den Ölpreis. Der ist ja momentan so ein bisschen festgenagelt da oben, wo er steht. Thema Korrektur, das hatten wir ja beleuchtet. Müssen wir mal schauen, wie es dort entsprechend losgeht. Und am Abend dann um 17 Uhr gibt es den geldpolitischen Bericht der FED. Das ist das, was heute so ein bisschen auf der Uhr steht, was durchaus auch ein bisschen Bewegung in die Märkte reinbringen kann. Aber. Ich muss sagen, jetzt nichts großartig dramatisches. Da ist diese Woche ein bisschen ruhiger unterwegs. Und damit würde ich sagen, wird es mal Zeit, dass wir die Charts aufmachen hier an dieser Stelle. Wie immer der Blick in das, was ich hier morgens auch schon vorgestellt habe. Wie schon gesagt, Wunschmärkte gerne entsprechend rein. Ich mache gerade mal noch den Bildschirm groß, dass den hier jeder auch den Chart groß sehen kann. In Zoom und Facebook. Und damit legen wir hier los mit der Chartbesprechung. Und wir sehen den DAX hier momentan ähm, im Stundentrend. Zunächst möchte ich allerdings gerne mal auf den Tagestrend. Dazu muss ich bloß mal kurz ein paar Linien rausnehmen, die wir im Tageschart nicht brauchen. So, einmal entfernen drücken und dann gehen wir hier zurück in den Tageschart. Denn äh, was wir im Tageschart sehen, wir sehen wie immer im DAX. Neue Hochs werden häufig erstmal zum Abverkauf genutzt. Punkt. Aus die Maus. Da gibt es nicht viel drum zu reden. Das ist der DAX. Das ist ganz, ganz typisch für Deutschland. Das sehen wir hier in der Vergangenheit auch immer wieder. Ne? Schaut mal hier ein neues, schönes Hoch. Wupp nach unten. Hier drüber. Schönes neues Hoch geschrieben. Wupp nach unten. Hier. Schönes neues Hoch geschrieben. Zip ging es ordentlich nach unten. Hier. Ewigkeiten am Hoch rumgetingelt. Dann ging es mal endlich ein Stück nach oben. Dann wurde hier das neue Hoch geschrieben. Zip ging es nach unten. Hier oben, rauf aufs neue Hoch, zack nach unten. Hier rauf aufs Hoch, zack nach unten. Nach was sieht das aus? Was ist das? Das ist Buy the Dip and Sell the Rip. So, wo sind die Dips? Die sind unten. Wo sind die Rips? Die sind oben. So, da haben wir es. Und was sehen wir momentan im DAX? Wir sehen ganz klar, das wurde wieder abverkauft. Wir haben eine Korrekturausweitung äh, in die Chartunterseite. Es sah bis vorgestern oder sage ich mal, bis auch weite Teile in den gestrigen Tag so aus, als wenn wir doch es schaffen, die 14.000 Punkte Marke hier äh, weiter zu verteidigen. Aber denkst du, Pustekuchen am Nachmittag war dann aus die Maus. Hier ging es dann drunter. Und jetzt müssen wir einfach schauen, geht es um das gestrige Tages tief drunter. Was kommt dann als nächstes? Da kommt hier die Marke von 13.650. Also, wenn wir uns mal den Tageschart so ein bisschen anschauen und die wichtigen Anlauflevel hier raussuchen, dann haben wir hier das Dip-Level, das ist hier dann das nächste interessante und das haben wir bei 13.650. Wenn das Ganze nicht hält. Hier der große Schwungbereich, wo wir hier unten schon reingelaufen sind und wo wir hier aus dem größeren Abverkauf hier wieder aufgesetzt sind: 13.260 Zähler. Das zur Oberseite hin, ganz klar. Was noch interessant ist hier an dieser Seite, muss man auch sagen: Ich habe das jetzt hier nicht extra eingezeichnet, weil der Chart sonst zu überladen wird, aber ähm, ganz klar mal noch dieses kleine Level hier, also klein, das ist ein Anführungsstrichchen: 13.450, als wir hier auf die Hochs ausgebrochen sind. Das ist natürlich ein wichtiger. Kauflevel, aber wir haben halt gesehen, dass dieses Level. Ähm auch nicht ganz so extrem hohe Relevanzen haben wir hier sind wir einfach drunter gefallen und dann erst wieder drüber gegangen ähm, hier hat es auch nicht wirklich gehalten ja also das ist ein Level das ist natürlich da ähm, aber wenn man mal sieht es gibt einfach deutlich bessere Level ähm, an denen man sich aus kurzfristiger Sicht orientieren kann und zum Thema Kurzfrist ist es jetzt halt einfach wichtig zu sehen was passiert hier im heutigen Tage sollte der Markt wieder zur Unterseite rumdrehen und jetzt lege ich mal kurz die Linien aus den kleineren Zeiteinheiten raus noch. Schaut mal, das ist jetzt etwas hier, diese kleinen Tagestiefs, die hier drinnen liegen. Das sind Marker, die sind für den Stundenschatz sehr, sehr gut ersichtlich. Ähm, das sind Orientierungspunkte. Und da sehen wir halt, dass wir aber nichts Dramatisch Großes auf dem Weg nach unten haben. Das heißt, wir haben hier Anlaufpunkte die wir durchaus zur Korrektur annutzen können. Und ganz, ganz wichtig wäre es halt, wir haben hier den wichtigen Drehbereich. Hier um die 13,650 hat der Markt sich definitiv entschieden, nach oben zu laufen, weil wir haben hier diese massive Aufverkauf Aufkaufkerze gesehen. Dann gab es eine kurze Korrektur und die 13,650 äh, die, die haben, 13, haben gehalten und dann boom, hoch. Das ist jetzt interessant zu sehen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist halt die Korrektur. Und diese Korrektur hat natürlich auch einen gewissen Charme. Auch wenn wir jetzt noch das Potenzial haben, weiter nach unten zu laufen, sehen wir jetzt schon mal die Tatsache, dass wenn wir irgendwann mal wieder ein neues Allzeithoch schreiben, dass wir, wenn wir hier über die 14.189 drüber gehen, was haben wir dann? Ganz klar, Leute, dann haben wir wieder einen schönen Aufwärtstrend im DAX. Also wenn wir uns das mal kurz einzeichnen wollen, schaut mal hier, das ist die erste starke Linie hier nach oben. Noch kein Trend. Aber was ist passiert? Das, was sich hier nach unten geschwungen hat, das hat der Markt hier komplett rausgenommen. Jetzt sehen wir die Korrektur. Hier schön auch so ein leichter Korrekturkanal an dieser Stelle. Und wenn wir da den Ausbruch nach oben bekommen, dann haben wir hier, wenn wir neue Allzeit hochschreiben, einen Aufwärtstrend ja und das haben wir im Dax schon öfter gesehen hier genau das gleiche hier hat sich der Trend nach oben gebildet sehr sehr schön nach oben gelaufen zack 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 oben rein dann wurde der erstmal gebrochen ja und jetzt äh, hat sich wieder fortgesetzt und das ist das was wir hier auch sehen zack der Schub nach oben, die Korrektur und dann die Trendbildung. Das ist genau das, was wir hier drüben auch gesehen haben. Ne? Zuerst haben wir den Abwärtstrend beendet hier, als wir hier über dieses Level gestiegen sind, und dann gab es eine Korrektur und dann hat sich der Aufwärtstrend gebildet und der hat sich dann doch relativ nachhaltig nach oben entwickelt von 13.260 bis auf 14.189. Das ist doch mal eine Hausnummer. Damit kann man durchaus schön arbeiten und jetzt kommen wir mal zur Planung von dem, was wir hier an dieser Stelle gerade. Sehen und zwar gehen wir mal in die kleinere Zeiteinheit rein. Ich mache mal den Stundenchart auf. Was sehen wir im Stundenchart? Ganz klar hier, das ist der Abwärtstrend der Korrektive und was wir halt gesehen haben. Ähm, wir haben hier den schönen Aufwärtsarm schön nach oben gehabt. Ich lege euch mal ganz kurz hier ähm, das. Trendpaket mit rein, das MTON Live, dass wir hier die Trends mal ein bisschen einzeichnen können. Ähm, das haben wir hier liegen. So, jetzt mache ich mal kurz die Trenderkennung rein. So, gehen wir mal kurz rauf. Schaut mal, das hier ist das, was jetzt wirklich aufwärts gerichtet ist, das Grüne hier. Und das, was wir hier sehen, ist die korrektive Phase. Das wäre mal das Erste. Und jetzt mache ich mal den kleineren Zeitrahmen rein. Und hier sehen wir halt sehr, sehr schön, wie schön das Ganze nach oben lief. Wir sehen, dass hier an dieser Stelle das letzte Zwischentief ähm, des Aufwärtstrends hier liegt. Und das haben wir halt jetzt unterschritten. Und wir haben hier einen größeren Abwärtstrend gebildet. Und da ist es jetzt halt wichtig zu sehen, was wir machen. Setzt sich dieser Abwärtstrend nach unten fort, ja, dann ist es ganz klar, müssen wir zur Chartunterseite rumlaufen. Ne? Gestern ist es passiert hier, das, was ich gerade gesagt habe: das Thema mit dem Trend, mit der Trendfortsetzung, mit der Ausweitung zur Unterseite hin, das ist ein guter, guter. Anhaltspunkt. Ne? Also schaut euch mal an, das hier ist der korrektive Abwärtstrend. So, hier ging es dann nach unten. Das ist eine Inside Bar hier, deswegen zähle ich das nicht mit, sondern hier ging es für mich nach unten. So, was ist passiert? Wir haben ganz klar mal diesen Aufwärtstrend gebrochen, als wir hier unter dieses Level gefallen sind. Dieser kleine Abwärtstrend hat damit die Federführung übernommen und der setzt sich jetzt halt Stück für Stück fort. Ne? Hier Korrektur. Bewegung unten rein, dass der Spike sozusagen zur Unterseite hin. Jetzt haben wir hier die Gegenbewegung. Da wird es jetzt tatsächlich interessant, was hier passiert. Entweder wir kommen aus dieser korrektiven Phase nach oben hin und schaffen es, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Das wäre sehr, sehr wichtig für eine Umkehr. Oder aber der Markt dreht einfach rum, bricht hier unter der Marke von 14.000 wieder zusammen und schreibt den Abwärtstrend fort. Und das wäre dann genau der Punkt, wo wir uns zur Unterseite hin orientieren können. Das heißt... Es wird sich einiges entscheiden hier an diesem Level. Was passiert hier? 13.860 bis 14.000 Punkte. Prallen wir hier irgendwann ab? Wäre es erstmal wichtig, was passiert hier unten bei 13.900 Punkten? Und danach können wir uns zur Unterseite orientieren. Und zwar fallen wir nämlich hier unten drunter. Dann haben wir einen kleinen Abwärtstrend hier. Zack, der ist da. Dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier in diesem Drehbereich, diese kleinen Zwischentiefs beziehungsweise hier das kleine Spike Low. 13.860 ist mal der Bereich dieser kleinen Zwischentiefs hier und dann können wir uns tiefer orientieren hier an diesem Punkt 13.740 und danach. Ja, hier die Marke von 13,650. Und da wird es halt interessant, was passiert, wenn die auch fällt. Ja, dann geht es halt tiefer runter. Das müssen wir aber erstmal sehen. So weit ist es definitiv noch nicht. Also diese Entscheidung, die steht definitiv aus. Das war mal die Beleuchtung der Chart-Unterseite. Was natürlich aber auch noch interessant ist, ist die Chart-Oberseite. Denn, ich hatte es ja gerade gesagt, wir haben natürlich die Chancen, drüber zu laufen. Und wenn der Markt es tatsächlich... Relativ zeitnah schafft, ohne diesen Trend jetzt hier fortzusetzen, hier dieses letzte Verkaufslevel um die 13.000 äh, knapp 960 Punkte rauszunehmen zur Oberseite hin, dann haben wir Chancen. Erste Attacke hier 14.000 Punkte, das ist eine psychologisch wichtige Marke, nicht unbedingt charttechnisch, aber rein psychologisch. Rein charttechnisch sind dann die Zwischenhochs wichtig auf dem Weg zum Allzeithochs und da könnte es doch dann durchaus Kaufdruck geben, weil hier Absicherungsorders liegen und das wäre mal hier die Marke um die 14.035, 14.097 und 14.134 Zähler. Das ist das, was wir schön auf der Oberseite sehen können, wo wir durchaus die Potenziale nach oben hin auch mit am Laufen haben hier in unserem DAX. Und damit gehen wir zu den Währungen und da hatte ich ja schon avisiert, bei den Währungen ist eins Ganz interessant und zwar momentan ähm, das Thema britischer Fund. Wo kommt das interessante her? Wir schauen mal ganz kurz noch auf die auf die Währungs-Futures drauf. Hier an dieser Stelle. Ich sage morgen übrigens auch mal noch ein bisschen was zu den Währungsfutures, wo die gerade stehen, an welchen Leveln die gerade stehen äh, und was man so ein bisschen auch mit dem Thema Positionsgrößen ähm, mitmachen kann. In, in diesen Phasen, weil es macht keinen Sinn, immer den gleichen Stil zu traden. Irgendwann ändert sich der Markt und wenn man seinen Stil, seinen Ansatz nicht an die Märkte anpasst, kommt dann halt ziemlich starke Rücksatze und das muss nicht unbedingt sein. Das heißt, man braucht auch hier an den Währungsmärkten immer wieder die Anpassung. An die Märkte, da sprechen wir morgen mal ganz kurz drüber. Ich hoffe, das ist entsprechend interessant. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz auf das britische Fund. Ich nehme mir da mal ganz kurz den Währungsfuture raus. Und was wir hier sehen im britischen Fund ist halt einfach immense Stärke. Den drückt ziemlich stark nach oben. Der ist extrem schwer. Und wenn wir uns mal dann andere Währungen angucken, der Yen. Das sehen wir hier oben schön, der wird schwach, der geht nach unten, zack, und zwar ziemlich stark. Der macht hier gerade auch wieder ein Umkehrmuster. Wenn das bestätigt wird, ist der Weg nach unten erstmal frei hier in Richtung, naja, was haben wir hier unten? 94, 50, 60 in etwa rum. Dort schwach, das heißt, da macht es Sinn, sich einfach mal zu überlegen: stark auf starkes Fund, schwaches Yen, hm? Was passiert mit dem Währungspaar? Der Kurs wird wohl fallen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich hier auf der Uhr habe, ist das Thema. Schweizer Franken. Schweizer Franken auch im Abwärtstrend drinnen. Letzten Tage sehr, sehr stark gelaufen. Äh, hier ein Widerstandsniveau um die Marke von 12, 1, 1240 in etwa. Da kommt es jetzt drauf an. Sollte der hier schon rumdrehen, gibt es gute Chancen für, äh, den, äh, für das Währungspaar britisches Pfund Schweizer Franken zur Unterseite hin. Ansonsten eher die Oberseite betrachten. Also schöner Drehbereich, den wir hier haben. Und das ist das, was wir jetzt einfach mal machen mit Blick auf die Charts. Zunächst erstmal das äh, Paar Yen also britischer Pfund Yen und hier sehen wir genau die Konstellation die ich gerade auch gesagt habe hier das ist mal der 4 Stunden Trend ich gehe mal kurz zurück in den Tag da sehen wir hier, der Markt ist jetzt oben angestoßen bei 144,96. Das ist hier oben dieses Zwischenhoch. Nehmen wir das auch noch raus, dann können wir deutlich nach oben gehen und zwar hier in die alten Hochs, also das, was wir hier hinten gehabt haben, also deutlich über die Marke oder in Richtung 148. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, was wir hier haben. Der Schub oben drüber könnte durchaus ordentlich die Rally, äh, den Rallye-Schub nach oben raufgehen, weil da ist jetzt nichts mehr, was entsprechend hält und wenn wir uns das mal kurz noch auf der woche anschauen dann sehen wir es halt auch der bereich hier oben ist halt ein starker widerstand und das ist das was ich morgen mal so ein bisschen thematisiere ähm, was wir hier so ein bisschen auch mit auf der uhr haben sollten als trader also der blick in britisches fund japanischer yen durchaus interessant zur chart oberseite und damit machen wir noch den blick in das britische fund schweizer franken hier an dieser Stelle und da sehen wir im Stundenchart hier die korrektive Phase, also den Ablauf nach unten im Aufwärtstrend. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal kurz auf Tagesbasis anschauen wollen, der Aufwärtstrend ist hier weiterhin intakt. Dieses starke alte Widerstandslevel ist rausgenommen. Wir sehen jetzt hier eine schöne Flagge am Laufen. Und hier sehen wir halt, Ausbruch über diese Flagge wäre mal ganz klar der Weg nach oben auf das nächste Hoch. Also mal hier oben drauf zu sehen, auf das Hoch hier. Das haben wir knapp liegen, um die Marke von, was haben wir hier, wartet, ich schau mal kurz unten rein. Die Linien sind immer etwas ungenau. Das Hoch hatten wir liegen bei 1,23,72. So, also das da oben drüber. Das wäre mal der Anlaufpunkt da oben drüber. Und wenn das wegfliegt, haben wir ordentlich Potenzial. Den nächsten Verkaufsbereich haben wir hier oben liegen. Also hier drüben bei 1,25, ein paar Ende 30. Da ist viel Luft da. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch in der kleineren Zeiteinheit an. Denn wir haben hier schön den Aufwärtstrend am Laufen. Wir sehen hier oben sehr, sehr schön entsprechend die Korrekturformation, die ich gerade auch gesagt hatte. Äh, diese Flagge. Der Ausbruch oben drüber wäre jetzt wirklich sehr, sehr interessant, weil wir in diesem Kontext halt auch direkt einen kleinen Aufwärtstrend dann haben. Und es ist immer gut, wenn solche Kanäle, äh, solche Korrekturkanäle durch entsprechende Aufwärtsmärkte oder beziehungsweise Aufwärtstrends rausgenommen werden. Das heißt, hier schaut mal, das hier äh, ist der kleine nach unten laufende Abwärtstrend. Und jetzt ist es halt interessant zu sehen, was hier passiert. Schafft es der Markt tatsächlich auszubrechen? Dann sieht das Ganze so aus. Wir nehmen den Abwärtstrend raus und dann kommt hier der Weg nach oben zum Hoch. Das ist eine relativ flache Korrektur. Und wenn wir sehen, der Markt bleibt dort wirklich so stark, wie er ist, dann haben wir gute Chancen hier zur Oberseite raufzulaufen. Das der Blick in britisches Pfund Schweizer Franken. So, jetzt schaue ich mal äh, in die Wunschmärkte rein. Da ist heute überall leer. Es hat echt keiner was auf der Uhr heute. Das ist ja sehr, sehr interessant. Das haben wir sehr, sehr, sehr selten ähm, an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir nochmal ganz kurz den Blick auf den Ölmarkt. Und da sehen wir hier die Konsolidierung auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Heißt also, wir sehen es hier oben kurz in den Tageschart rein. Der Markt wird hier oben äh, etwas müde. Das habe ich ja schon erklärt, äh, wo das auch herkommt. Ähm, und was wir hier halt einfach sehen ist, dass wir auf sehr, sehr hohem Niveau konsolidieren. Und das wiederum ist ein recht interessanter Bereich, eine recht interessante Situation, dass der Markt nicht äh, durch die Chartunterseite korrigieren möchte, sondern sich momentan relativ stabil. Oben hält. Sollte sich das Ganze nach unten hin ausdehnen, dann natürlich ganz klar äh, wird der Stundenchart sehr, sehr interessant und die, die, die Anlaufmarke auf der Chartunterseite sind natürlich auch da. Das heißt, was wir hier momentan definitiv sehen, ist, dass dieser Bereich hier unten um die 58 äh, bis 58,10 oben rein. Das ist jetzt das Auffanglevel, das, Auffang das Support-Level unten drinnen. Also dieser Bereich, den wir hier haben. So, und wenn der jetzt tatsächlich nach unten abverkauft wird, dann wird es erstmal interessant. Und da wäre es wichtig: Thema Korrektur. Hier unten haben wir das nächste Auffang, den nächsten Auffangbereich, so über den daumen -Crop, die 57,30, äh, die wir hier mit sehen können. Ich mache das Band mal ein bisschen breiter hier in diesem Bereich, weil hier. Ging das Ganze in die Seitwärtsrichtung rein. Äh, und ähm, ja, muss ich sagen, hier das Thema unten rauf wieder hoch. Das zeigt halt, dass dieser Bereich interessant ist. Das heißt, sollten wir tatsächlich hier unter die 58 drunter fallen, wäre erstmal der Test der 57 30 er Marke da, fällt das Ganze weg, dann haben wir die Korrektur durch die Unterseite in die Ausdehnung und dann werden die Marker interessant, die ich hier bei der letzten Handelsidee auf der Unterseite. Im WTI gezeigt hatte so und dann kommen wir noch mal ähm, auf die Fragen. Jetzt kommt nämlich doch ein bisschen was rein. Ähm, <laughs> Die feiern Altweiber. Haben wir die Feier, ja? Okay, äh, ist interessant, deswegen keine Fragen. Ihr feiert, Leute. Ja, feiern ist cool, das kann man auch mal machen, kein Problem. Ähm, Thema Inside Bar kommt gerade über Zoom auch rein. Äh, das mache ich natürlich gerne äh, morgen mit, ja? Das äh, schreibe ich mir auf, Thema Inside Bar morgen. Das schreibe ich mir gleich mal auf den Zettel hier. Moment, Moment, Moment. Das, was kann ich hier nehmen? Inside Bar, das wäre hier. Inside Bar. Das nehme ich für morgen früh mal mit rein. Das besprechen wir mal ganz in Kürze. Und dann reden wir halt auch drauf, was man mit solchen ähm, Inside und Outside äh, äh, sozusagen äh, anspielt. Also, <laughs> das passt. <laughs> Richtig feiern fällt aus. Ja, ich weiß. Wir haben Corona. Muss halt jeder mit sich selber feiern. Ich kenne das ja. Trifft uns alle. So, jetzt kommen aber Wunschmärkte rein. Das freut mich sehr. Pfundkannen-Dollar wollen wir sehen. Äh, und ähm, Austral-Dollar, US-Dollar. Klasse. Also. Hier schauen wir mal rein. Zunächst, der erste Markt war äh, Fund Candolor. Candolor momentan echt auch ein geiler Markt. Sehr, sehr stark. Ähm diese, diese, diese Sachen, die wir hier sehen. Also kurz nochmal kurz der Blick. Schaut euch mal den Kan Dollar an. Der wird momentan echt gepusht durch den durch das Öl auch. Ähm, der ist schön stark nach oben, hält sich relativ weit oben. Ähm, hier zu diesem Thema auch. Äh, das geht halt langsam hier in Regionen rein, äh, wo Widerstände da sind. Aber wenn halt sowas rausgenommen wird, dann haben wir halt noch Luft nach oben. Und das ist wirklich sehr sehr interessant hier. Wie ich schon gesagt, der Kan Dollar relativ stark im Moment. Wir haben allerdings auch einen starken britischen Fund. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei starke Währungen beim Währungspaar äh, Fund dollar Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, äh, was dann am Ende bei rauskommt. Jetzt muss ich mal kurz suchen, haben wir den schon da oder habe ich den nicht da? So, Fund dollar Ne, haben wir noch gar nicht da. Das heißt hier einmal neu bitte Fund dollar So. Da ist er. Also, wie schon gesagt, hier ein bisschen aufpassen. Es ist immer ein bisschen tricky. Äh, wenn man zwei starke und zwei schwache Währungen äh, miteinander äh, also entweder zwei starke Währungen oder zwei schwache Währungen miteinander tradet. Das ist immer ein bisschen tricky, kann aber gut funktionieren. Ne? Ich äh, habe vor boah, knapp einem Jahr äh, immer mal wieder Kommentare erhalten. Wie kannst du nur Safe-Haven-Währung, äh, Yen und Schweizer Franken miteinander traden. Aber pff, Leute, es funktioniert. Wenn wir Trends haben, warum sollen wir die nicht handeln? Äh, und genauso ist es beim britischen Pfund kanadischen Dollar. Hier mal der Blick kurz in den Tageschart. Ähm, Sieht recht interessant aus, die klassische Verordnung dort oben. Und das ist genau der Punkt, wo man so ein bisschen aufpassen muss, äh, wie das passiert. Denn wenn wir uns diesen Bereich hier oben mal anschauen, ich mache den mal ganz kurz in Rot, da sehen wir schon ganz, ganz klar, das ist ein ziemlich dicker Widerstand, den wir da oben haben. Da will der Markt nicht so richtig drüber. Also das, das Band hier oben, also man sieht es hier, da ist der Markt reingespiked. Und hat immer wieder deutlich abverkauft. Und das sind so ein bisschen so die Sachen, äh, wo wir momentan in diesen Bereichen auch merken, da könnte es etwas schwierig werden, da könnte die Luft enger werden. Wenn wir mal schauen, wenn wir uns mal hier nur mal die letzten äh, kleineren Hochs oder kleineren Hochs, die letzten Hochs dort auf Tagesbasis anschauen und wenn wir uns mal die Chartunterseite anschauen, dann sehen wir halt, wie diese in Keilform spitz zulaufen. Wir haben bei den letzten Trades im Fund gesehen, ähm, dass, äh, oder auch Yen, dass diese Keile momentan noch keine richtige Beachtung an den Märkten finden. Das heißt, wir, wir laufen hier wirklich in so richtig steile Phasen rein. Da muss man immer so ein bisschen sehen, was kommt. Aber was wir hier halt sehen, ist, dass wir ähm, oben auch in den letzten Tagen um die 1,76 immer wieder Schwäche reinbekommen. Und da wäre es jetzt aus kurzfristiger Sicht, ich gehe mal kurz in den vier Stunden Chart rein, da wäre es jetzt wichtig, dass sich dieser kleine Aufwärtstrend hier tatsächlich nach oben fortsetzt und wir dieses Zwischenhoch hier rausnehmen. Das wäre wirklich sehr, sehr stabil, sehr, sehr wichtig, denn wir müssen einfach mal sehen hier an dieser Stelle hatten wir einen ehemaligen kleinen Widerstandsbereich den Verkaufsbereich in diesem Abwärtsschub rausgenommen und wenn der Markt das jetzt tatsächlich schafft es sich darüber hinwegzusetzen dann ist das schon ein Zeichen dass der Aufwärtstrend sich eher weiter fortsetzt und sozusagen das britische Pfund deutlich mehr an Stärke gewinnt als der kann Dollar und das ist das was dann die Kurse nach oben treiben kann also das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben wie schon gesagt hier im Kurzfristbereich jetzt das kleine Zwischenhoch um die 1 75,94 und dann der nächste Anlaufpunkt hier oben drinnen. Man sieht es jetzt oben in der Linie nicht, aber hier dieser Bereich, das ist ungefähr die Marke von 1,76,40. Das wären mal dann die nächsten kurzfristigen Anlaufpunkte. Und wenn man dann einfach mal schauen möchte, wo die Reise hingehen kann, dann misst man einfach mal hier die Korrekturtiefe aus. Ich mache das mal ganz kurz, also hier sozusagen von oben äh, nach unten in das Korrekturlo rein und dann setzen wir das mal einfach hier oben drauf und dann sehen wir im kleineren Bereich haben wir durchaus. Klassisch das Potenzial, erst einmal hier oben reinzulaufen, Richtung 1,79,40 in diesem Drehbereich rum. Das ist interessant und dass das momentan auch funktionieren kann, das sehen wir halt einfach hier. Wenn wir das hier mal ganz kurz ausmessen wollen und das oben draufsetzen, dann sehen wir, dass der Markt schon ganze Stücken davon rausnimmt, was hier kommt. Wenn man das Ganze etwas feiner justieren möchte, dann nimmt man einfach diesen Rücksetzer hier, den man hier gehabt hat. Also hier, da war der Weg nach oben. Dann nochmal eine Korrektur. Das ist der letzte Korrekturarm von diesem kleineren Aufwärtstrend. Und wenn man das dann oben drauf setzt hier, der erschöpft sich halt hier oben, weil einfach die Korrekturtiefe hier raus ist. Und da sehen wir, dass der Markt sowas spielt und sowas auch tatsächlich momentan ernst genommen wird. Und das kann man dann gut und gerne so ein bisschen auch zur Planung nutzen, wie das Ganze hier nach vorne reingehen lassen kann. Gut, also das ist der Blick in britisches Pfund dollar Und dann gehen wir zum. Austral-Dollar, US-Dollar, haben wir auch schon häufig besprochen, auch ein sehr, sehr starker Trend, den wir hier sehen, wir müssen nochmal ganz kurz finden hier, Austral-Dollar, ich bin mir ziemlich sicher, den haben wir schon, Moment, da ist er, hier, na, das mal der 4-Stunden-Chart, hier sehen wir, der ist einfach sowas von Bullish, hat den korrektiven Abwärtstrend auch schon rausgenommen, nähert sich jetzt so langsam wieder diesem, diesen, diesen, sag ich mal, Widerstandslevel hier oben. Deswegen müssen wir hier mal kurz auf den Tageschart gehen. Also hier, wie schon gesagt, der langfristige Trend geht nach oben. Jetzt wird hier im Tageschart allerdings eins sehr, sehr, sehr wichtig. Ich muss die Marke hier oben mal kurz in Rot machen, weil es ist halt extrem wichtig. Denn das Level, was wir hier oben haben, das ist das letzte Zwischenhoch an dieser Stelle. Wartet mal, mal gucken, ob man das sehen kann. Na, hier, Lower Time Frame. Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Zwischenhoch hier. Die Trendzeichnung ist nicht ganz korrekt, wenn wir uns das auf Tageschartbasis anschauen. Da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, was passiert hier. Was macht der Markt jetzt da oben an diesem Level? Das heißt. Ich skizziere mal ganz kurz diesen, äh, diesen, diesen, diesen Abwärtstrend, den wir hier sehr, sehr sauber auf Tagesbasis sehen. Also hier ging es definitiv nach unten. Kurzen Augenblick. So, okay. So, dann hätten wir das. Äh, und dann haben wir hier äh, die Abwärtstrendbildung gehabt. Also ein tieferes Hoch an dieser Stelle. Dann hat sich der Abwärtstrend gebildet. Und jetzt schaut mal, wir sind hier oben reingelaufen. Das war das letzte Korrekturhoch. Und hier sind wir jetzt Runtergelaufen, also durchgelaufen quasi bis unten rein auf die 075 knapp über 60. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist die Gegenbewegung, die Korrektur. Und da ist es jetzt extrem wichtig zu sehen. Was macht der Markt hier oben? Es wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen, wenn wir die 7780 hier oben rausnehmen. Dann haben wir sehr gute Chancen, hier über das Hoch oben bei 078, 20 drüber zu laufen und Attacke auf die weiteren Kurse auf der Chartoberseite zu nehmen. Und da ist auch noch ein bisschen was da. Weil ich denke, wenn dieses Level fliegt, wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier oben. Dieses kleine Zwischenhoch, dieser Drehbereich hier oben grob um die Marke von 79, 16, 15, 16 hier oben rum. Das ist das, was auf der Oberseite steht. Dreht der Markt allerdings wieder rum? Das heißt, in diesem Kontext sehen wir hier eine Umkehr. Dann ist jetzt hier halt auch schon etwas Wichtiges passiert. Denn schaut mal hier, das ist momentan. Der Aufwärtstrend, den wir hier am Laufen haben. Und wenn der tatsächlich hier unten drunter fällt, also wenn wir nicht schaffen, hier über die 077, 55, 60 drüber zu laufen, dann sehen wir eher einen kleinen Gegentrend. Und der hat dann das Potenzial, die Chartunterseite anzunehmen und die Schwäche fortzusetzen, die wir hier gehabt haben. Also da dreht sich momentan einiges. Also wie schon gesagt, oben haben wir eine wichtige Marke hier. Kleiner Trendfortsetzung über äh, 0,7755 wäre gut, hier oben reinzulaufen. Sollten wir allerdings unten drunter durchfahren, hier unter die 0,7712, dann haben wir einen kleinen Abwärtstrend und da müssen wir einfach sehen, was die Unterseite uns zeigt und die Unterseite zeigt uns dann hier möglicherweise letztes Ausbruchslevel, um die 0,7682 bzw. dann hier das Zwischentief 0,7650 anzulaufen. Und dann haben wir schon hier den Bereich des Tiefs um die knapp 065 85. Schöner Drehpunkt wird sich hier entscheiden, wie es entsprechend weitergeht. Das die Wunschmärkte. Wunderbar. Weitere Fragen haben wir hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wieder wie jeden Tag einen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und meine Bitte einen Plan machen, den Plan traden und dann läuft das. Also bis morgen 8.30 Uhr live der Blick in die Märkte rein. Empfehlen Sie uns weiter. Schauen Sie auch mal bei Tickme vorbei und schauen sich die Konditionen an. Sehr, sehr kompetitiv das Ganze. Wer hier einen Broker sucht, gerne mal testen. Das Ganze macht wirklich Sinn. Also dann bis morgen und tschüss.